Nochmal schönen guten Abend und jetzt soll es ja inhaltlich werden. Marx sagte über die Frankfurter Nationalversammlung Folgendes, ich zitiere, schon Anfang April 1848 war die revolutionäre Flut auf dem ganzen europäischen Kontinent eingedämmt durch das Bündnis, das jene Gesellschaftsklassen, die aus den ersten Siegen Nutzen gezogen, sofort mit den Besiegten eingingen. In Frankreich hatte sich das Kleinbürgertum und der republikanische Teil der Bourgeoisie mit der monarchistischen Bourgeoisie gegen das Proletariat zusammengetan. In Deutschland hatte die siegreiche Bourgeoisie eifrig für die Unterstützung des Feudaladels, der staatlichen Bürokratie und der Armee gegen die Masse des Volkes und der Kleinbürger geworben, gar bald bekamen die vereinigten konservativen und konterrevolutionären Parteien wieder Oberwasser. Und etwas später in Deutschland festigten sich die verschiedenen neuen Bourgeoisie-Regierungen und ihre konstituierenden Versammlungen. Und dann aus den Erfahrungen anderer europäischer Länder, Polen, Frankreich und so weiter, schreibt er, die Proletarier von Paris wurden geschlagen, dezimiert, zerschmettert, dermaßen, dass sie sich von dem Schlag bis heute noch nicht wieder erholt haben. Und sofort erhoben in ganz Europa die neuen und alten Konservativen und Konterrevolutionäre das Haupt mit einer Frechheit, die zeigte, wie gut sie die Bedeutung der Ereignisse verstanden. Von dieser Niederlage der Ouvriers, der Arbeiter von Paris an, kann man die ersten entschiedenen Schritte und bestimmten Pläne der alten feudalbürokratischen Partei in Deutschland datieren, sich sogar ihres augenblicklichen Verbündeten der Bourgeoisie zu entledigen und in Deutschland, anders als in Frankreich, wieder den Zustand herzustellen, in dem es sich vor den Märzereignissen befand. Zu den Besonderheiten in Deutschland gehörte ja auch der Verzicht auf die Proklamation einer demokratischen Republik, das klappte dann erst 1918, an deren Stelle eine konstitutionelle Monarchie mit einem Erbkaiser verkündet wurde, das zu dem tollen Ergebnis. Trotz ihres Kompromisscharakters zugunsten der Feudalreaktion stieß die Reichsverfassung auf entschiedenen Widerstand. Obwohl sie schon so gemäßigt war und der Monarchie so huldigte, zwar erkannten kleine und mittlere Staaten, 29 von ihnen, sie an, nicht aber die entscheidenden Staaten, nämlich Preußen, Sachsen, Bayern und Hannover, die sie kategorisch ablehnten. Und Wilhelm IV., König von Preußen, wies die ihm von einer Delegation der Nationalversammlung unterwürfig angetragene Kaiserwürde zurück mit den Worten, es hafte ihr der Ludergeruch der Revolution an. Die wolle er nicht nehmen und sollte das tausendjährige Reich und so weiter wieder einmal vergeben werden, dann nur von, ich fasse mal kurz, von seiner Klasse und seinesgleichen. Für die, die schon bei dem Namen Marx zusammenzucken, das ist ja oft der Fall, gerade bei Leuten, die K-Gruppen-Vergangenheit haben, auf dieses Amüsante stoße ich als immer schon undogmatische Linke immer wieder mit gewisser Erheiterung, zitiere ich auch noch aus einem Text der Bundeszentrale der politischen Bildung, liberal, konservativ, vielleicht kraftet ihr das besser, Demokratie und Freiheit, Gleichheit vor dem Gesetz, sagen sie in einem zusammenfassenden Text über Paulskirche und Nationalverfassung. Es war nur, sage ich mit meinen Worten, nur bürgerliche Gleichheit, keine soziale. Es war die Gleichheit der Bourgeoisie, der Männlichen vor in der Justiz, zum Teil bei Wahlen, zum Teil mit allen möglichen Begrenzungen. Es war die Aufhebung, das war gut, des Adels als Stand und so weiter. Aber schreibt die Bundeszentrale für politische Bildung, unberücksichtigt blieben Forderungen nach einem Recht auf Arbeit und einem Schutz sozial Schwacher, die von Sozialrevolutionären bzw. Sozialreformern, wie zum Beispiel Karl Marx, verdammt, die erwähnen den auch, und Stefan Borden bereits erhoben worden waren. Übrigens zu denen, die das in der Intensität, wie Marx und Engels forderten, gehört auch ein gewisser Wilhelm Liebknecht, den hat die SPD inzwischen, glaube ich, komplett vergessen. So, und was sich jetzt abbildet in der sehr kurzen, skizzenhaften, sehr kurzen Betrachtung dessen, was die Ergebnisse der Paulskirchen
Versammlung der neuen Nationalverfassung und so weiter, der ganzen politischen Auseinandersetzung waren, ist jetzt auf eine wirklich verrückte Art und Weise wiedergespiegelt in der Zusammensetzung des Kuratoriums. Es ist ein Kuratorium, wo Leute drauf sind, die werden, wie schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung, eine bestimmte Person ist, egal welche, eine Frau, gegen die ich gar nichts weiter habe, sei der Liebling der intellektuellen Elite in Frankfurt. Es sind auch Leute drauf, die ich wirklich schätze und mit denen ich gar keine Probleme habe, wie Rainer Forst und Virginia Wangare-Greiner und vor allem Eleonore Wiedenroth-Koulibaly. Also es sind ein paar Leute drauf, die ich gut finde, aber dann stoße ich auf Ulrike Ackermann, die auf ihrer eigenen Website als Kopfzitat, und da war ich dann sofort wieder an 1848 erinnert, das wunderschöne neoliberale Zitat hat: Über sich selbst, über seinen Körper und Geist ist der Einzelne der Souverän. Zitat von John Stuart Mill. Ihr versteht immer nur den einen Teil. Das Problem ist nur, was machen wir denn mit denjenigen Menschen, die unter solch ungleichen sozialen Verhältnissen leben, dass sie die Souveränität gar nicht ausüben, praktizieren können? Und die auch in diesem Kuratorium nicht vertreten sind. Es ist nicht nur, wie ich vorhin schon sagte, eine überbordende Repräsentation parteipolitischer Leute mit Figuren dabei wie Isabel Schnitzler, wo wir ja neulich erlebt haben, dass sie zwischen Verfassungsrecht und Verfassungswirklichkeit nicht wirklich unterscheiden kann. Und die rechtsintellektuelle Auslegung nicht mal weiß, dass das Grundgesetz auf einem antifaschistischen Konsens basierte. Das ist noch nicht mal 100 Jahre her und das weiß ich schon nicht. Und trotzdem redet sie als ob und natürlich klatscht die AfD. Über Herrn Beppler-Wolf habe ich schon ausreichend gesagt, dass ich Rassisten nicht wähle. Und wer 6 Jahre lang oder länger sich rassistisch äußert, braucht sich von seiner Partei auch nicht entschuldigen zu lassen. Das ist albern. So, was ganz fehlt, und das ist das, wo sich das widerspiegelt, was ich eben als meine politische Bewertung, die ja neben anderen stehen kann. Es gibt ja da verschiedene Positionen, da habe ich eine furchtbar große Toleranz, die bei Nazis endet. Aber was überhaupt in diesem Gremium, in diesem Kuratorium nicht repräsentiert ist, schwarze Frauen glücklicherweise, Aktivistin, Antirassist, ganz wunderbar, super, als wer immer den Vorschlag gemacht hat, Gratulation, ihn auch durchgekriegt hat. Aber was nicht drauf ist, Repräsentanten armer Menschen von Hartz-IV-Gruppen, also Leute wie Ulrich Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband oder Professor Gerhard Trabert, Arzt und Verein Armut und Gesundheit, der unglaublich gute Sachen in Mainz-Wiesbaden macht mit wohnsitzlosen Menschen, wenn sie krank sind. Es gibt so gute Leute, da möchte ich doch bitte Herrn Beppler nicht haben müssen und Frau Schnitzler nicht haben müssen. Das funktioniert ja alles nur, weil es Parteiproports gibt. Da denkt man nicht mehr drüber nach. Man feiert einen Preis für europäischer Paulskirchenpreis für Demokratie und hat ein Verständnis von Demokratie, was nur neoliberal ist, mit ein paar Ausrutschern und kein bisschen sozial. Der Gedanke der notwendigen sozialen Gleichheit spiegelt sich in der Zusammensetzung nicht wieder. Also wird doch ziemlich fraglich sein, was dabei rauskommt. Deswegen haben wir einen unglaublich vernünftigen, konstruktiven Antrag gestellt, nämlich den Antrag 617, der zum Inhalt hat: Erstens, das Kuratorium wird neu zusammengesetzt, diskutiert, sodass es formal wie politisch den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung und der angestrebten politischen Bedeutung des Preises. Man kann nämlich nicht großkotzig daherkommen und sagen, wir sind international, europäisch und dann hetz in wenigen Monaten irgendwas zusammenbasteln, was schon in sich kracht und zerreißt. Und zweitens wollen wir die Verleihung dieses Preises nicht etwa aussetzen, sondern aufs nächste Jahr verschieben. Also ich habe vorhin schon im Ältestenausschuss gesagt, der eine Satz, der Herrn Kössler gestört hat, wo drin steht, also Satz 2 von Absatz 2, zuvor finden dieses Mal in den Ausschüssen statt Parlament demokratische inhaltliche Diskussion. Soweit war Konsens über den Sinn und die Konzeption des Preises statt. Ich ersetze hier den Sinn durch die Qualität, dann wird klar, dass ich den Preis nicht in Frage stelle, sondern dass ich höhere Ansprüche an dessen Qualität habe. Vielen Dank.